Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieben, beim DSV. Mein Name ist Kai Panda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Wir wollten jetzt uns mal wieder mit einem von dem da anlegen. Trainieren. So. Na komm. Okay. Okay. Pretty good. Good enough, ziemlich gut. I don't have to worry gut genug, too much. Dass ich mir nicht viele Sorgen machen muss. Juhu! Endlich haben wir's. Das war aber ein harter Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch hier hinten hinkommen. Ah. Bumm. Oh, ist so gut aus unten. Ah, Piepmetze. Ja, die waren ja auch ziemlich fies. Bist du? Bambus Papaya. Okay. Gucken wir uns mal. Huch, weiter oben. Hier ist ein. Wo bin ich? Okay, hier ist wieder eine Alpha-Wand. Hier hinten sind die komischen Vögel. Danke. Okay. Wir müssen ja nicht uns mit jedem anlegen, ne? Da unten ist ein Angelspot. Okay, und hier? Ein seltsames Objekt, das auf dem Boden gefunden wurde. Es scheint zu etwas aus der alten Welt zu gehören. Okay. Mamo, zwei Mal. Na, übertreibt nicht. Könnte ja auch was Sinnvolles sein, ne? Gut, wo was wie hier. Okay. Da unten ist das. Ja, da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, hier in die Ruine zu gehen für Material. Da müssen wir jetzt mal nachgucken. Was ist das? Kläranlage Level 1. Level 10 bis 15. Wir sind Level, was habe ich gesagt? 18. Ja, dann machen wir es doch mal. Betreten. Und jetzt wird spannend. Okay. Okay. Da sind auf jeden Fall eine Menge Gegner. Eieiei. Die macht Schaden 100. Angriff 45. Angriff 100. Warum soll ich denn nicht die Axt nehmen? Ah, weil sie langsam ist. Okay. Ja, komm. Machen einfach kalt und ist gut. Gut, Gegner erledigt. Nächste bitte.
Ah, hier kann ich beenden und hier kann ich weiter, oder? Genau. Hi Kids. Ebene 2 von 6. Ah. Aua. Okay. Okay. Das heißt, ich darf nicht in das komische Zeug da unten. Das Abwasser. Okay. Aber ich will unbedingt an die Kiste. Da drin ist ein kleiner Motor. Na, gut. Nehmen wir, was ich kriegen kann. Hey. Eine Kupferspule. Okay, wieder was Neues. Hey. Das hier. Hammer. Okay. Wir müssen doch darüber. Hier waren mal keine Gegner, hier war bloß so ein nerviges Jump'n'Run. Okay. Warte mal, bist du Ausdauer oder Gesundheit? Gesundheit. Okay. Sollte ich vielleicht einmal nehmen? Wunderbar. Stamina-Punkt, ja, Mist, jetzt habe ich auch nichts zum Essen drin. Schade. Ja. Mittlerweile kennen wir es ja. Das ist. Wow. Gleiche Level nochmal in grün. Ohne Gegner. Okay. Und drin ist. Silikonchip. Schön. Genau. Ich bin froh, dass wir jetzt hier drin sind, weil hier kriegen wir jetzt wenigstens so halbes vernünftiges Zeug. Ja, du darfst ruhig mal springen. So. Das dahin, dahin, dahin und dahin. Erledigt. Kupferspule, ich glaube, die braucht man auch für irgendwas. Okay. Immer drauf und erledigt. Alter, die machen auch ganz schöne Schaden. Holy moly. Was haben wir jetzt? Wir haben, okay, mal abgesehen davon, Hähne, Gift, schön. Und eine Kräutermischung, die wir uns noch einpfeifen. Weil die kleinen Viecher haben uns ganz schnell zugesetzt. Okay. Ebene 4 von 6. Ah ja. Gut, die sind jetzt absolut keine Herausforderung hier. Snaggy. 11 Kills. Okay. So können wir natürlich auch schön gewinnen. Ach, du ahnst es nicht. Bosskampf. Will aber nicht. Ich mag gar keinen Schaden machen bei dem, ne? Ach, wenn du keine Ausdauer hast, dann stehst du da. Ja, ich lass mich mal einfach hauen, ne? Thank you.
Ja, nee, ist klar. Kurze Entfernung oder was? Du mich auch. Ich bin so nah dran, also ganz ehrlich. Was ist das denn hier für ein Cheater? So, du mich auch. Ich weiß nicht, mit was der geschossen hat. Wahrscheinlich hat er hinten aus dem Griff rausgeschossen. Aber das kann ich mir nicht erklären, dass er mich getroffen hat, obwohl die Waffe weit über mich gezählt hat. Ja, gibt's mir. Waterzeug. Auf jeden Fall eine Menge Münzen haben wir hier bekommen. Was haben wir noch bekommen? Eine Jacke. Verteidigung plus 60. Plus 30, das heißt, die ist um einiges besser. Gott. Ventile haben wir bekommen, das haben wir bekommen. Stahlrohr. Okay, super. Also, Verteidigung 30, Ausdauer 15. Ausdauer 15, Verteidigung Ausdauer 20 und 60. Super. Dann haben wir das auch durch. Schön. Aber wir gehen erstmal raus, weil wir haben. Genau. Das haben wir jetzt erledigt. Steht auch da. Und ab jetzt brauchen wir bis Level 18. Wir verlassen aber erstmal. Das können wir ein andermal machen. Wir müssen jetzt erstmal zurück, weil es wird nämlich Nacht. Vielleicht ist noch irgendwas. Ja? Okay. Ich kann es zumindest abbauen. Auch nicht mal lange, weil ich habe gleich keine Ausdauerpunkte mehr. Und da ist es. Energiestein. Okay, Kristall. Okay, das haben wir wieder was Neues. Ab nach Hause. Ach ja, das ist dieses komische Teil. Genau, seltsame Objekt aus der alten Welt. Hier sind die komischen Vögel. Die bleibt man auch mal ein bisschen an der Seite und dürfte auch passieren. Komm. Genau. Aber ein bisschen an der Seite bleiben. Dann muss man die nicht auch noch kalt machen. Ab zurück. Hier ist noch der. Da hört aber jemand im Hintergrund. So. Dann nehmen wir mal. Ah, ich weiß, wo wir hingehen. Nicht so lange, der da rumspawnert. Gut, Stamina-Punkte haben wir also nicht mehr. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Gucken wir mal, was uns war. Wie geht's dir? Die könnte einmal Dünger gebrauchen. Okay. Oder auch nicht. Muss ich wahrscheinlich später machen. Gut. Dann alles wegsortieren. Und dann haben wir eine Menge Zeug, was wir noch nicht hatten. Auch nicht schlecht. Das. Alter. Wie war's? Ah, so. Erstmal alles rein. Was haben wir hier? Rettungsfläschchen. Okay. Ja. Lohnt sich. Klamotten sind drin. Hier ist auch schon abgeschlossen. Ach, das ist gut. Dann machen wir hier noch schnell die. Einzelsitze. Perfekt. Genau, die haben wir da.
Gegnern. Ein da. Und ein da. Den Maul. Gut. Was hat denn der eigentlich vom Wert? Oh, 500 immerhin. Dann schnell den Wasserdruck fertig machen. Halt. Was brauchen wir? Steinziegel, 5 Stück. Steinziegel. Ja, die 5 Steinziegel habe ich ja schon mal. Genau. So, den muss ich dann morgen Emmy geben und dann passt das. Und die hebe ich mal auf, weil die bringen immerhin 10% der Ausdauer wieder. Gut. Rein. Meine komplett zugespammte Hütte hier mit irgendwelchem Müll. Ja, verlassene Ruine läuft ab. Ist mir klar. Oh oh. Na, hier oben wächst aber auch nichts mehr, ne? Wie weit habe ich erfolgreich zurückgedrängt? Gut. Dünger. Ich darf nicht düngen. Okay. Was sagt der Status? Ist okay. So, die sind alle da, die sind alle da. Wenn der da rumschwört. Oh, Ausdauer. Hallo. Genau. Können wir uns hier mal einen Bach leihen und nö. Das vergesse ich aber auch jedes Mal, dass der uns da ein Geschenk hinterlässt. Der hier. So. Ja, die Klamotten, ja, schwierig, aber nicht unmöglich. Ja, dann sollten wir uns jetzt wirklich langsam auf die Brücken konzentrieren. Ich werde aber noch ein bisschen Material auf Ressource packen, dass wir im Notfall noch ein drittes TÜV machen können. So, gucken wir mal. Einfache Schneidemaschine. 700. Uh, 720. 10 Tage Textilmaschine. Einfach weil ich den nicht leiten kann. Der hat schon ein Gesicht wie, ich weiß nicht, wie ein paar Patrouille. Einfach reintreten und wohlfühlen. Entschuldigt. Aber es gibt nun mal Leute, die haben eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht. Emmy, ich hab was für dich. Hey! Okay. Greetings. Here comes the springtime. Can you smell it? Pantoria, das Frühling kannst du es riechen. Der Geruch der von Erholung, Wiederumut und Verjüngung. Okay. Wer wollte dann den? Moment. Keiner bewegt sich. Wer wollte den? Ach, Granny. Also praktisch die überreife Emily. Da ist sie doch. Damit. Ja. Das ist mal ein schöner Wassertank. Du bist sehr geschickt. Hier hast du die Kürbistorte. Schön. Kinder, hasch mich, ich bin der Frühling. Hey! Zu viele Follower. Ist ja gut.
Kürbisdörtchen, ist das schön. Ist noch eine Vogelscheuche? Na gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Was bringen die? Ich glaube nur Gesundheitspunkte, ne? Okay. Die, das sind Ausdauer. Okay. Auch nicht schlecht. Nein. Aus. Nimm das Fleisch weg. Also wir brauchen für Glas 1 Sitze, Wasserstoff 6 mal. Ich meine, das sind Dinge, die müssten wir eigentlich zusammenkriegen. Fertigen. Gut. Ja, ich denke mal, das kriegen wir alles zu weit zusammen. Wir brauchen jetzt die Textilmaschinen 2 mal. Eieiei, das ist natürlich ein großer Auftrag. Ich weiß, Mix habe ich auch gerade gesehen, den können wir auch bauen. Wir machen jetzt die einfache Textilmaschine. Und dafür brauchen wir 2 Mammuti. Haben wir die noch irgendwo? Okay. Die machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.